Hallo Konfuzeier, schön, dass ihr da seid. Wir sind wieder hier bei den Reacts mit eurer Josie. Und heute habe ich noch eine Folge für euch vom realen Irrsinn. Und wir schauen uns das Ganze jetzt zusammen an. Und dann seht ihr oben schon auch, realer Irrsinn, Zwang zu großen Mülltonnen in Köln. Ja, Köln ist immer eine schöne Stadt. Ist eine schöne Stadt, kann ich schon sagen. Ich war schon mal mehrfach da. Und ist auch immer schön für realen Irrsinn. Genau. Also, wir gucken uns das jetzt zusammen an und reagieren wie immer drauf. Familie Dunkel aus Köln trennt ihren Müll sehr ordentlich. Dafür hat sie ein ganzes Arsenal an Tonnen. Eine große Biotonne, eine große Papiertonne, eine große Wertstofftonne. Doch für den Restmüll hat sie nur eine kleine Tonne. Wenn Ihnen die kleine Tonne am Ende reicht, ist das doch völlig in Ordnung. Aber ich garantiere euch, die Stadt Köln möchte, dass sie... Nein, nicht die Stadt Köln. Die Entsorgungsbetriebe der Stadt Köln möchten garantiert, dass sie eine große Tonne, am besten noch einen großen Container sich dahin stellen und den auch noch wirklich voll machen, damit sie gut abkassieren können. Mit nur 60 Liter Fassungsvermögen. Das ist auch das Volumen, das wir seit ungefähr 12 Jahren entsprechend hier haben. Wir haben halt mit drei Erwachsenen oder mit drei Personen hier angefangen. 2013 kam unsere Tochter dazu, 2015 unser jüngster Junior. Und selbst bei kleinen Kindern mit entsprechendem größerem Abfallvolumen hat das immer ausgereicht. Aber die Stadt Köln oder die Entsorgungsbetriebe der Stadt Köln möchten das nicht wahrhaben und wollen den Leuten mehr Geld aus der Tasche ziehen. Irgendwie muss man das Geld ja wieder reinholen, was man für die großen Prämien der Aktionäre raushauen muss. Aber was hier ausreicht und was nicht, das entscheiden nicht die Tonnennutzer, das entscheiden die AWB. Wir haben Post bekommen von der AWB, sprich den Abfallswirtschaftsbetrieben von der Stadt Köln, die gesagt haben, laut Abfallsatzung ist es so, dass wir als 5-Personen-Haushalt entsprechend 120 Liter Abfallrestmüllvolumen entsprechend vorhalten müssen. Das finde ich immer so toll. Also das ist auch wenn ich so in diesen Vergleichsportalen gucke, da steht immer, da wird immer vorgegeben, wenn du zu zweit bist, dann hast du so und so viel Strom zu verbrauchen oder so und so viel Müll oder so und so viel von irgendwas anderem. Und wenn du 3 Personen bist, so und so viel. Und wenn du 5 Personen bist, so und so viel. Das ist doch individuell. Der manche verbraucht mehr, der andere verbraucht weniger. Ich kenne Leute, die leben alleine und verbrauchen so viel Strom wie ein 5-Personen-Haushalt alleine. Also, das sind vielleicht Vergleichswerte oder was, aber bitte, Leute, die Leute wissen, was sie wollen und nicht die Firmen. Die AWB erklären Familie Dunkel im Bescheid über Anschluss- und Benutzungszwang, dass das Mindestbehältervolumen für Restmüll 20 Liter pro Person und Woche beträgt. Und deswegen bekommt Familie Dunkel jetzt eine größere Tonne. Ja, wir müssen statt der 60-Liter-Tonne eine 120-Liter-Tonne nehmen, die wir eigentlich gar nicht brauchen. Nicht. Dann würde ich sagen, ist in Ordnung. Dann würde ich die Tonne allerdings auch nur alle 2 Wochen leeren lassen. Dann ist es auch wieder in Ordnung. Passt doch. Nicht brauchen, aber trotzdem haben müssen. So geht Benutzungszwang bei der AWB. Irgendwie wird man die größere Tonne doch auch vollkriegen. Sind doch nur 120 Liter, also. Mit 20 bis 40 Liter Restmüll pro Woche kommen wir mit 5 Personen aus. Dadurch, dass wir halt das in die anderen Tonnen alles trennen, ist das wirklich nur noch das, was an Restmüll übrig bleibt. Ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, hier bei uns ist es so, wir haben 3 große, richtig große Tonnen, diese ganz großen mit dem Schiebedeckel und für den normalen Müll. Wir haben 2 Papiertonnen, wir haben eine gelbe Tonne, also auch so ein Container und wir haben 4 oder 5 Biotonnen. Egal wie, das sind hier, wir haben hier groß 3 große Blöcke, die zusammen voll machen. Und die sind immer überfüllt. Aber meistens ist die Restmülltonne voller als der Rest, aus dem ganz einfachen Grund, weil die Leute hier 90% das Prinzip des Mülltrennens noch nicht verstanden haben.
Ja, selber schuld, wenn ihr so gut trennt. Wobei eigentlich findet auch die AWB-Mülltrennung ja ganz gut, wie sie schreibt. Ihr äußerst abfall- und damit umweltbewusstes Verhalten in Form der Abfallvermeidung und Abfalltrennung begrüße ich ausdrücklich. Sie haben aber... Ja, sie begrüßen das ausdrücklich, aber trotzdem verlangen sie, dass die Familie mehr Müll produziert im Restmüllbereich. Also ein Schelm, wer Böses denkt. Dann nochmal sehr deutlich darauf hingewiesen, dass die Mindestmenge Abnahme oder der Abnahmezwang für 20 Liter pro Person pro Woche einfach bestehen bleibt. Auch in der Schule ist ja das Thema Umwelt immer wieder dran. Die Kinder sagen auch, wofür eine größere Tonne, wenn wir doch auch keinen Müll produzieren. Ja, das verstehe ich auch nicht. Also gerade jetzt in der Zeit wird gesagt, wir müssen mehr auf unseren Planeten achten. Wir müssen mehr für Nachhaltigkeit sorgen. Wir müssen mehr darauf achten, dass wir weniger Müll produzieren und so weiter. Dann wird weniger Müll produziert und dann wird man trotzdem noch von den Entsorgungsunternehmen dazu genötigt, wirklich genötigt, mehr zu machen, weil... die rechnen ja auch nicht danach ab, wie viel Müll in der Tonne ist. Nein, die rechnen danach ab, wie groß die Tonne ist. Und das ist das Problem dabei. Weil, wenn sie die Tonne nur zur Hälfte voll haben, werden sie trotzdem voll berechnen. Das heißt, sie müssen weniger Müll abgeben, also die Entsorgungsunternehmen, kassieren aber volles Geld und machen damit wieder Gewinn rein. Also der Sinn erschließt sich mir nicht. Für die Restmülltonne. Also das Verständnis unsererseits ist irgendwie gleich null. Dafür sind die Mehrkosten für die größere Tonne nicht gleich null. Statt 342,28 Euro werden künftig 503,24 Euro fällig. Seht ihr genau das, was ich gesagt habe? Es geht auch in diesem Fall wahrscheinlich wieder nur darum, dass sie mehr Geld reinholen und die kriegen die ja nicht voll. Sie müssen aber trotzdem die volle Mülltonne als Entleerung bezahlen und das ist unsinnig. Das ist letztendlich teuer entsorgte Kölner Luft. Ja, dazu kann ich nur sagen, Luft wird auch immer teurer. Ich warte auf den Tag, an dem wir Rechnungen der Städte bekommen. Ihr Verbrauch von Luft wird auf diesen Preis pro Kubikmeter Luft, den Sie atmen, festgelegt. Bitte übermitteln Sie uns Ihre Bewegungsdaten, damit wir den entsprechenden Verbrauch berechnen können. Das war jetzt allerdings keine Anleitung dazu, dass ihr das jetzt auch wirklich macht, liebe Städte. Also so weit sind wir noch nicht. Luft ist immer noch kostenlos. Und das soll sie auch tunlichst bleiben. Wir haben schon genug Kosten, die entstehen. Aber wie so oft, ich wechsle, wie so oft, ja, es ist wieder mal ein realer Irrsinn. Und wie sich das gehört, als erstes mal natürlich ein Häkchen da lassen. So, ja, genau. Also, wie... ich so schön sagte, das war der reale Irrsinn und ja, so kann es gehen. Also ich liebe es, uns wird dieser reale Irrsinn nie im Leben ausgehen, weil es wird immer schlimmer werden und immer mehr reale Irrsinn benutzen. Ich sage nur realer Irrsinn, wenn das Bürgergeld kommt, dann werden die Leute nicht mehr arbeiten gehen. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, wäre es schön, wenn ihr einen Daumen hoch da lasst und ein Abo. Das Ganze aber nicht nur hier bei mir, sondern auch bitte bei den Kollegen von Extra 3 vom realen Irrsinn. Die freuen sich darüber auch. Link zum Originalvideo ist wie immer da unten verlinkt. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr weiterhin meinem Kanal folgt und dranbleibt und dann euch an dem ganzen Content, den ich schon hochgeladen habe, erfreut und da findet, was ihr sucht. Mir bleibt nur zu sagen, bleibt kreativ und tschüss für diese Woche, sagt euch eure Josie.